ich kann jetzt als, einerseits als Dozent arbeiten und auf der anderen Seite immer noch in der Praxis. Und die Balance, die ist extrem lässig und so etwas ist schwierig anderswo zu finden als in der Pflege. Mein Name ist Loris Hühlinger. Ich bin Pflegefachmann und Dozent im Bachelorstudiengang Pflege. Ich habe ursprünglich Fachmann Gesundheit gelernt im Kantonsspital Schaffhausen und dann aber doch gemerkt, dass ich noch mehr möchte wissen, mehr Wissen möchte aneignen, mehr Kompetenz möchte haben im Berufsalltag und habe den BMS gemacht und mich schlau gemacht, wie kann ich Pflege weiter verfolgen, wie kann ich da weiter studieren und habe mich dann entschieden, an der ZHW Pflege zu studieren. Ihr Ziel ist, dass Sie gute abdominelle Untersuchungen machen, dass der Bauch, vor allem die Bauchmuskulatur, entspannt ist. Die Arbeit als Dozent ist sehr abwechslungsreich. Es findet da extrem viele Absprachen statt, was für ein Wissen das wir möchten vermitteln, wie möchten wir das auch vermitteln, wie können wir das den Studierenden so schmackhaft wie möglich machen, dass sie das Wissen auch mitnehmen und mittragen, dann auch schlussendlich in der Praxis selber. Da braucht es extrem viel Absprache einerseits und andererseits dann halt auch den nötigen Elan, um das in den Unterricht mit ihnen zu transportieren. Weil dann dürfen sie nämlich selber aktiv werden und in die Übungen übergehen. Ja. Gehen Sie immer zu zweiten zusammen. Ja, die Studierenden sind sehr, sehr aktiv mit dabei. Sie sind sehr wissbegierig, haben viele Fragen, wissen aber schon einiges. Sprich, die haben schon den Unterricht entsprechend gehabt, haben schon Erfahrungen können im Praktikum sammeln und das ist extrem wertvoll für den Unterricht. Weil sie können sich die Zusammenhänge schon vorstellen auch und das macht den Unterricht wirklich so lebendig. Hier auf der rechten Seite. Neben meiner Tätigkeit an der ZHW arbeite ich auch hier am Kantonsspital Winterthur auf dem 8. Stock auf der Privatabteilung der Inneren Medizin. Wir gehen gerade jetzt zum Herrn Busenhardt. Er ist ein Patient, der eine Schlägelung hatte. Seit hier eine Halbseitenlähmung links, also durch die Einschränkung auf der linken Seite. Er hat momentan auch rechte Schluckproblematiken gehabt. Heute gehen wir jetzt mal schauen, inwiefern das besser geworden ist. 118 auf 68. Meine Aufgabe ist es, eine Einschätzung auch zu machen. Wie ist der Schluckakt des Patienten selber? Auch einen Verlauf darzustellen. Wie war es bis dato? Wie hat sich das aber auch jetzt im Rahmen des Aufenthalts verbessert, damit er dann bestmöglich schon bald in die Rehabilitation gehen kann? Wie später? An der Bachelor Pflege und an der Master hat mir ermöglicht, um zwei lässige Jobs zu machen. Einerseits als Dozent zu arbeiten an der ZHW und andererseits trotzdem in der Praxis zu sein, am Kantonsspital Winterthur. Und das schätze ich enorm.